Willkommen zurück bei Jobs daheim. Im Studio begrüße ich jetzt Herbert Unasch, den Leiter der VHS Regen. Herzlich willkommen. Und Günter Reit, vom Wirtschaftsmanagement des Landkreises Regen, auch herzlich willkommen. Grüß Gott. Gut, der Grundgedanke von Jobs daheim, was war das eigentlich? Der Grundgedanke dieser Initiative, und letztendlich ist ein Projekt daraus geworden, ist einfach die Tatsache, dass wir hier im Landkreis Regen, aber darüber hinaus natürlich im ganzen Bayerischen Wald, das Thema Fachkräftemangel nicht nur haben, sondern wir müssen das Thema auch angehen, aktiv vorantreiben. Und ganz essentiell ist die Thematik, dass unsere Firmen nach Ausbildungsplätzen, nach der Besetzung der Plätze schreien. Wir haben einfach zu wenig junge Bewerber. Einerseits und andererseits fehlt es auch an sogenannten Matching, dass die jungen Leute mit den Firmen im entsprechenden Berufsbild zusammenkommen. Und das war der Grundgedanke dieses Projektes. Wie kommt denn die Initiative bei den Firmen an? Machen die damit, stellen die ihre Jobangebote ins Netz? Ja, also die Initiative kommt sehr gut an bei den Firmen. Derzeit haben wir rund 40 Firmen aus dem Landkreis Regen, Frei und Grafenau und Deggendorf. Das Ganze ist noch im Aufbau. Aber es sind derzeit schon sehr viele Jobangebote drin. Das geht dann von Praktikas über ganz normale Jobs, hochwertige Jobs, sprich Akademiker. Jeder kann da seine Angebote einstellen und das wird da sehr rege genutzt. Das wollte ich gerade fragen, was sind denn das eigentlich für Jobs? Kann man das, also wenn jetzt junge Leute zum Beispiel zuschauen, in welcher Bandbreite bewegt sich das? Also das geht vom ganz normalen Ausbildungsplatz bis hin zu Angebote von begleitendes Studium. Also da haben wir die ganze Bandbreite drin. Auch jede Branche ist vertreten, ob das jetzt im Pflegebereich ist oder im Einzelhandel, im technischen Bereich. Also jede Firma, jeder kleinere Betrieb, größere Betrieb kann sich registrieren und kann seine Sachen anbieten. Natürlich auch Praktikas und auch Bachelorarbeiten und dergleichen werden da online gestellt. Herr Unasch, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja sozusagen die demografische Entwicklung, dass also immer mehr junge Menschen weggehen aus unserem Gebiet in die Ballungszentren. Und man versucht, das irgendwie aufzuhalten, zu stoppen. Glauben Sie, dass das eine von sicher vielen Möglichkeiten ist, um das in den Griff zu bekommen? Man muss ja Realist sein und auch bleiben. Wir wissen sehr wohl, dass die Entwicklung auf dem Fachkräftemarkt durchaus so ist, dass wir in der Bayerischen Wald ja nicht unbedingt zu den Siegerregionen zählen werden. Aber dennoch, glaube ich, können wir nicht einfach stillstehen und nichts tun. Und ich bin schon davon überzeugt, mit den anderen Akteuren auf dem Arbeits- und Wirtschaftsmarkt auch, dass es hier ein Baustein ist, dass wir a. junge Leute zunächst einmal halten, dass sie sich für unsere Firma interessieren und b. dass junge Absolventen, ob das Akademiker sind oder Facharbeiter, aus dem Ballungszentrum auch wieder zurückkommen. Nur müssen sie wissen, welche Angebote hier vor Ort sind. Wir haben ja das Thema, dass unsere jungen Leute sehr oft gar nicht wissen, welche Möglichkeiten wir hier haben. Wir haben ja nicht nur Tourismus und Landwirtschaft, wir haben ja hervorragende technologisch orientierte Betriebe. Und hier geht es darum, dass diese Akteure zusammenfinden. Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Reit, das ist eine Initiative von drei Landkreisen letzten Endes. Jetzt kann man aber davon ausgehen, dass junge Menschen natürlich sehr mobil sind und vielleicht Jobs im Umkreis von 50 bis 80 Kilometer suchen. Wird diese Initiative sozusagen sich noch weiter ausdehnen oder sagt man, nee, diese drei Landkreise und mehr wollen wir nicht? Ja, also es ist so angelegt, dass es wirklich diese drei Landkreise beinhalten sollte. Also Firmen aus diesen drei Landkreisen sollten da aufgenommen werden in diesem Jobportal. Klar muss man natürlich die Pendelstrecken auch mit einkalkulieren. Darum haben wir auch keine Grenze nur an einem Landkreis gemacht, sondern wirklich landkreisübergreifend das gemacht mit diesen drei Landkreisen. Aber weiter hinaus möchten wir nicht, weil wir wollen ja schließlich unsere Wirtschaft fördern und unsere Betriebe unterstützen und nicht irgendwie aus den Zentren nochmal Firmen die Möglichkeit geben, bei uns Mitglieder abzuwerben. Wie ist das eigentlich mit den Firmen? Wie muss man das vorstellen? Sie rufen an oder schreiben die an? Und wie ist die Resonanz bei den Firmen? Sagen die, hey toll, das ist eine super Initiative und da machen wir mit? Oder gibt es da irgendwelche Berührungsängste? Nein, also eigentlich gar nicht. Also die Firmen, wenn wir mit denen sprechen, die sagen, das ist eine hervorragende Idee. Und die sehen ja, die wünschen das, dass wir was machen bei uns auf in der Region. Und dass man auch sagt, okay, wir wollen die Firmen unterstützen. Und dann sagen die, ja, da machen wir gerne mit, stellen auch dann ihre Daten zur Verfügung.
und nutzen das sehr rege. Das Ganze ist auch für die Firmen kostenlos, sodass man sagen kann, das ist eine einmalige Chance, wirklich, dass die Firmen so ein Portal nutzen und direkten Kontakt zum Bewerber bekommen. Über dieses Medium hinaus, muss man sagen, braucht man einfach wirklich die Bewerber, die sich da anmelden, genauso wie die Firmen. Und dann kann man sagen, die können zusammen wirklich da chatten drauf und können wirklich einen Kontakt herstellen, um wirklich gezielte Berufe oder auch Arbeitsstellen zu bekommen. DonauTV beteiligt sich an der Initiative. Wir werden das einmal im Monat auch darstellen. Wo kann man sich sonst noch informieren? Also wir sind sehr dankbar, dass DonauTV dieses Thema auch mit einem eigenen Sendeformat aufgreift. Das kann die ganze Aktion nur unterstützen. Informieren kann man sich natürlich beim Projekttag. Es ist ein Projekt, das über den Europäischen Sozialfonds, über das Bayerische Arbeitsministerium gefördert wird. Bei uns direkt, aber natürlich auch in den Landkreisen. Also bei uns direkt heißt bei der VHS Regen. Ja. Aber auch bei den Wirtschaftsfördern, beim Regionalmanagement der Landkreise Deggendorf, Rheingrafen, auch Regen. Landratsämter kann man sagen. Und wir werden das natürlich auch einspeisen in andere Kanäle. Bei der IHK sind wir jetzt auch letztendlich verlinkt und kooperativ. Wir sehen das nicht als Einzelkämpfergeschichte, sondern es geht nur miteinander. Und in ergänzend zur letzten Frage vielleicht noch ein Aspekt, Herr Weber. Uns ist sehr bewusst, wenn junge Menschen einmal irgendwo Fuß gefasst haben, außerhalb des Bayerischen Waldes beruflich, dann wird es schwierig, ihn zurückzuholen. Aber primär Ziel ist es, dass wir ihm nach seiner Ausbildung, nach seinem Studium gleich die Möglichkeiten bieten, hier bei uns zu bleiben. Und das ist so ein primäres Ziel, das wir verfolgen. Dann danke ich Ihnen für den Besuch und für die Informationen.